Hallo und willkommen zurück bei StarCraft. Wir machen direkt weiter. Krönung von Arctus I, Imperator der Terranischen Liga, Thronwelt Korall. Fellow Terrans, I come to you in the wake of recent events to issue a call to reason. Let no human deny the perils of our time. While we battle one another, divided by the petty strife of our common history, the tide of a greater conflict is turning against us, threatening to destroy all that we have accomplished. It is time for us as nations and as individuals to set aside our long-standing feuds and unite. The tides of an unwinnable war are upon us, and we must seek refuge upon higher ground lest we be swept away by the flood. The Confederacy is no more. Whatever semblance of unity and protection it once provided is a phantom, a memory. With our enemies left unchecked, who will you turn to for protection? The devastation wrought by the alien invaders is self-evident. We have seen our homes and communities destroyed by the calculated blows of the Protoss. We have seen firsthand our friends and loved ones consumed by the nightmarish Zerg. Unprecedented and unimaginable though they may be, these are the signs of our time. The time has come, my fellow Terrans, to rally to a new banner. In unity lies strength. Already many of the dissident factions have joined us. Out of the many, we shall forge an indivisible whole, capitulating only to a single throne. And from that throne, I shall watch over you. From this day forward, let no human make war upon any other human. Let no Terran agency conspire against this new beginning. And let no man consort with alien powers. And to all the enemies of humanity, seek not to bar our way. For we shall win through, no matter the cost. Tja, im Prinzip ist ja die terranische Kampagne mit einer Niederlage aufgegangen. Aber da geht's ja zum Glück in StarCraft 2 weiter. So, die Terraner haben wir durch. Das heißt, wir spielen jetzt die Zerg. Zerg-Kampagne Overmind. Die Schwärme haben den schwachen Widerstand der Menschen zerschmettert. Und 9 der 13 terranischen Welten in Schutt und Asche gelegt. Kurz nach dem Fall der terranischen Hauptwelt Tarsonis verließ die Hauptflotte der Protoss den terranischen Sektor. Im Moment wird auf Tarsonis immer noch versucht, die letzten verbleibenden Truppen der Protoss auszurotten. In den Ruinen Tarsonis, Hauptfeld der Konföderation. Erwache, mein Kind, und bade in der Glorie, die dein Geburtsrecht ist. Wisse, dass ich der Orenmeind bin, der ewige Wille des Schwarms. Und du wurdest erschaffen, um mir zu dienen. Sei dir bewusst, dass ich dich unter die größten meiner Zelebraten führen werde, damit du an ihrer Weisheit und ihrer Erfahrung teilhaben kannst. Dennoch dienst du einem einzigartigen Zweck, während sie meinem Willen unzähligen Boten weitergeben werden, wird dir nur ein einziger Zögling anvertraut. Denn ich habe eine Kreatur gefunden, die vielleicht der größte meiner Agenten werden wird. Noch befindet sie sich in einem schützenden Kokon und erwartet ihre Wiedergeburt in den Schwamm. Du musst diesen Kokon beschützen und alles daran setzen, dass der Kreatur in seinem Innern kein Leid geschieht. Geh jetzt und töte diesen Schatz, wie
deinen eigenen. Mein Schatz. Die Brutstätte ist das Herz einer jeden Zellkolonie. Sie generiert spontan Larven, aus denen dann wiederum deine verschiedenen Krieger und Arbeiter geschaffen werden. Erschaffe jetzt eine Drohne und beginne mit dem Sammeln von Ressourcen. Und wisst ihr schon, was da drin ist? Natürlich weiß man, was da drin ist. Außer ihr habt nie StarCraft gespielt oder StarCraft 2. Nimmt deren Zahl zu, musst du mehr Overlords ausbrüten, um sie zu lenken. Du hast genügend Mineralien. Wähle eine Larve an und lasse sie zu einem Overlord mutieren. Bin schon dran. Komm, wir machen direkt zwei Overlords. Kriegerstränge zu erschaffen, musst du die verschiedenen Schwarmgebäude generieren. Die Drohnen mutieren zu solchen Strukturen. Aber Vorsicht, verwende nie deine letzte Drohne, um ein neues Gebäude zu erschaffen. Ja, das könnte sonst in die Hose gehen. Der Kukor. Der junge Kukor. So, hier ist Luft, hier ist Boden. Ich finde das aber auch cool, wie die Mechanik so unterschiedlich ist. Weil im Prinzip stellen wir alles nur über die Larven her. Und die anderen Gebäude geben halt, erlauben uns, dass die Larven auch andere mitnehmen können. Und hier sind die Overlords auch die Detektoren. Das Ding ist halt, die können transportieren. Die sind halt Detektor. Aber auch, unsere Dinge. Befiehl jetzt deiner Drohne, sich in einen Brutschleimpool zu verwandeln. Wir brauchen mehr Mineralien. Wie du siehst, können sich Gebäude nur auf einem Kriecher festsetzen. Du kannst das sieht doch aus. Boah, krass, man kann reinzoomen, um aber nicht raus. Zu vergrößern. Aber nur eine Brutstätte kann auf offenem Gelände erbaut werden. Wir brauchen mehr Maschinengas. Vespingas. So, du machst den Blutschleimpol. Ich brauche mehr Larven. Mehr Larven. Maximalkontrolle 200. Wie lang das Gebäude einfach braucht. Wir brauchen mehr Maschinengas.
So, wir knallen noch eine Evolutionskammer hier hin. Ich grüße dich, ich bin Saas. Auch ich bin ein cerebrales Overmind. Ich habe eine kleine Gruppe Terraner ausgemacht, die dem Kokon und dem Schwarmpflaster gefährlich werden könnten. Du darfst nicht zulassen, dass sie lebend entkommen. Verstanden, ich werde sie vernichten. Ich finde aber auch die Türme von denen ziemlich cool. Ist 4 schon zu viel? Ich glaube nicht. Ich glaube, 4 ist genau richtig. Ja, ist genau richtig. So, du wirst Melee. Wir brauchen noch einen für Range. Für Luft. Du wirst Boden. Also Luft, Boden, Luft. So, was haben wir hier? Größerer Angriffsradius für Hydralisken. Ja, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen auf Hydralisken. Die Zerg habe ich zwar, also die Zerglinge, die, das sind die Kleinen. Haben wir gerade ein bisschen schneller gemacht. Aber ich denke mit den... Ja, die heilen sich, meine ich, auf dem Boden auch selber. Vielleicht brauche ich mehr von den tiefen Kolonien. Ich würde gerne die Geschosse, erstmal alle den Panzer verstärken. Evolution abgeschossen. Ich warte wieder, bis ich 3 habe. Ich kann die Blutstätte leider noch nicht upgraden. Aber gut, ist ja auch erst die erste Mission. So, dann hätten wir schon mal die Hälfte.
Ich würde aber auch gern, dass sie sich schneller bewegen. Ich werde nochmal hier zwei von den Tiefkolonien machen. Gut, solange die nur so angreifen, ist das ja in Ordnung. Ich befürchte aber, dass die... Ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht zu nah an den Gegnern ist. Also, dass die dann den angreifen, während die anderen nichts machen. Aber wir wollen ja auch hier das Gebiet erweitern. Evolution abgeschlossen. So, nochmal 50 Mineralien, bitte. So, und dann noch einmal ein Dreier und dann haben wir eine volle Einheit. So, es sind schon zwei da. Einen noch. Komm, wo ist die dritte Larve? Und danach müssten wir auch noch mal ein paar von denen. Sieht alles aus. So. Der Angriffstrupp ist ready. SCRG 9 mache ich mal die Brutstätte.
Weil Zerg geht immer auf Masse anstatt Klasse. Bei den Zerg ist halt lustig, da kommen zwei Zerglinge raus. Gewonnen! Aber wir haben Folge ist noch nicht rum, also machen wir noch, gehen wir noch in die nächste Mission rein. Der Beginn. Tarsonis, Hauptwelt der Konföderation. Ich bin erfreut, junger Zellbrand. Und solange mein wertvoller Schatz intakt bleibt, werde ich auch weiterhin erfreut sein. Daher soll das Leben dieses Wesens mit deinem eigenen verschmolzen werden. Gedeiht das Wesen, geht es auch dir gut. Denn du bist ein Teil des Schwarms. Sollte dein Fleisch jemals versagen, wird dieses Fleisch neu erschaffen. Das ist mein Bund mit allen Zerebraten. Du bist jetzt stark genug, um die Härten einer Warpreise mit dem Schwarm zu ertragen. Daher werden wir nun endlich diese verfluchte Welt verlassen und den Kokon im Schwarmcluster auf dem Planeten Char verankern. Noch immer befinden sich Überreste der Protoss-Flotte in der Umlaufbahn um diesen Planeten. Sie werden ständig versuchen, unseren Exodus zu verhindern. Solltest du Hilfe benötigen, Zerebrat, wird dir meine Boot zur Seite stehen. Es war einfach nur ein Fleischklumpen. Okay. So, hier muss ich das Viech hinbringen. Ich brauche erstmal genug Dröhnchen. Was nötig ist, Zerebrat. Sie werden dir bedingungslos folgen. Geh und bring Verderben über alle, die sich dem Schwarm entgegenstellen. Ich lasse die aber erstmal zur Verteidigung da. Aus Sicherheitsgründen. Wir brauchen mehr Mineralien. Na gut, solange es nur Mineralien und nicht Overlords sind. Yeah.
Wir sind Protoss. Protoss. Wir haben sogar Flieger. Ah, da. Ich dachte gerade, haben wir hier kein Dingens? Ich guck mal, ich werde hier wahrscheinlich die Luftverteidigung machen. Und wenn der ausgeht, sich gedehnt hat, mache ich nochmal hier zwei Boden. Das ist so ein bisschen der Plan. Dann machen wir den daneben. Machen wir auch mal den paar. Ach du mit den Mineralien. Was für Mineralien brauchst du denn, Lena? Gut, da. Zufrieden. Hauptsache, wir müssen das Gebiet hier erweitern. So, ich baue jetzt erst noch mal zwei Overlords. Hier baue ich erstmal überall die Luftverteidigung hin. Und dann brauchen wir jetzt wieder mehrere für die Boden. Dringt die Bodenverteidigung. So, ich werde hier noch einen hinmachen. Ich hoffe, der erweitert den rechtzeitig. Ja, gut, der erweitert den gut. Dann kann ich hier noch einen hin machen. Ich mache hier noch einen hin und da noch einen. Also nochmal drei.
Na, eins, zwei, drei. Und dann bauen wir Angriffstruppen. Ich lasse sie mal als Verteidigung. Ich würde die Brutstätten jetzt gerne upgraden. Wobei ich muss langsam mal eine Angriffswelle machen, damit ich nochmal mehr... Wobei, ich habe ja hier noch ein bisschen. Wir können ja nochmal 3 Drohnen machen. Hier wird ja noch gar nicht abgebaut. Aber mir fehlen auch noch Gebäude zum Bauen. Eigentlich müsste ich auch noch hier eine Verteidigung hinmachen. So, einen von denen und den hier. Ah, komm, machen wir hier auch noch eine Verteidigung. Einfach um sicher zu gehen. Der heilt sich ja langsam. Boah, der blutet hier aber heftig. Gebaut haben. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
Evolution abgeschossen. Wir werden die Hydralisken wieder bauen und upgraden. Okay, gegen die sind die Zerklinge richtig gut. Okay, gegen die Flieger mache ich natürlich nichts, ne? Hier, ich könnte mal eine Larve gebrauchen. Hier habe ich auch keine Luftverteidigung. Ich werde jetzt nicht unbedingt auf Zerklinge gehen, deswegen spare ich mir das. Die Hydralisken, da will ich schon drauf gehen. Evolution abgeschossen. Kokon braucht einfach ewig zum Wachsen. Wie viele Missionen müssen wir den Kokon beschützen? Alle? Okay, es wird weniger. Einen noch, dann können wir die nächsten drei. Und dann haben wir ein volles Team. So, STRG 9, STRG 8. STRG 1. Angegriffen.
viel die Flugzeuge dagegen aber auch aufhalten. Ich forsch mal eingraben, weil eingraben heilt die, glaube ich. Ja, wir können auch mal ein bisschen auf die Flieger gehen. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich weiß nicht, ob es sogar sinnvoll ist, ganz viele Drohnen zu bauen, um dann hier das Gebiet auszuweiten. Weil diese Teile sind halt ziemlich gut, ne? Finde ich zumindest. Dass wir uns bis hierhin so vorschlagen und hier so eine kleine Verteidigungslinie bauen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und dann immer abwechselnd, einmal Luft, Boden. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr Mineralien. Mehr Mineralienquellen. Mir freischalten. Sollten die einfach zusammen angreifen. Ist ja gerade einer. Dann könnten wir, glaube ich, das Ding ganz einfach jetzt beenden, wa? Du gehst jetzt dahin und die anderen geben dir Deckung. Tja, die ganzen Protoss haben wir einfach leben gelassen. Mach dich bereit, Cerebrat. Dein erster Sprung durch den Warp-Raum könnte etwas verwirrend sein. Yay! Das ist
gewonnen. So, aber das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.